Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu mal wieder einer Runde mit dem Arduino bzw. mit dem Codino-Paket. Link natürlich wie immer in der Beschreibung, schaut euch am besten auch die anderen beiden Videos an, denn ihr werdet da so ein bisschen das Grundwissen daraus brauchen. So, ich habe hier schon was aufgebaut, ich will das jetzt allerdings nochmal mit euch auseinandernehmen und zwar machen wir das komplett von vorne. Das Ganze benutzt jetzt zum ersten Mal den Temperatursensor. Ich will euch aber kurz zeigen, was wir da alles brauchen. Das ist eigentlich relativ simpel. Und zwar erstmal hier 5 Kabel, die wir nachher zum Verbinden brauchen. Und ganz besonders wichtig, den Temperatursensor. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ich musste ungefähr auf einen Millimeter genau ran. Das Ding ist arschklein. Aber ja, das kann die Temperatur messen, je nachdem, was gerade diesen Sensor umgibt. Ist es entweder eure Körpertemperatur, das heißt, wenn ich das jetzt hier so anfasse, dann ist es die Körpertemperatur. Und wenn es einfach nur so rumhängt, dann ist es halt die Raumtemperatur. Und wir wollen jetzt ein kleines Thermometer bauen und das dann natürlich mit dem Arduino auslesen. Und dann könnt ihr noch weitere coole Sachen machen, wie zum Beispiel eine Schaltung bauen, die dann irgendwie per Leuchtsignal angibt, ob es zu warm, zu kalt ist oder sonst irgendwas. Und ja, dementsprechend könnt ihr dann natürlich noch andere Dinge damit tun. Okay, das heißt, wir brauchen wirklich nur den Arduino, diesen kleinen Temperaturmesser und 5 Kabel. Alles andere ist natürlich eurer Fantasie überlassen. Ihr könnt gerne natürlich das Ganze noch erweitern. Das sollte auch so ziemlich der Sinn davon sein. So, und ich mache das jetzt aus ca. 10 Kilometern Entfernung, weil hier 5 Kameras rumstehen. Nein, eigentlich nur eine und mein Mikro. Aber okay. So, wir stecken den jetzt erstmal hier so rein und prompt natürlich falsch rum. Ich werde ihn so reinstecken, dass das flache Ende so rum ist. Das ist nachher wichtig, wenn wir uns zwischen Plus und Minus entscheiden. In der Mitte könnt ihr immer noch, also quasi links und rechts sind für Plus und Minus, da läuft der Strom durch für unseren Kreislauf und in der Mitte könnt ihr dann ablesen, also mit dem Codino mit dem Arduino auslesen, was für eine Temperatur dieser Sensor gerade ausgibt. Und das ist natürlich das, was wir machen wollen. Wir wollen dann natürlich auch später noch auf die Command Line im Terminal printen, aber ihr könnt es natürlich auch gerne, wie gesagt, mit den ganzen Leuchten verarbeiten, wenn ihr das wollt. So, okay, nächster Schritt ist dann erstmal, wir brauchen hier natürlich Kabel. Ich habe schon gesagt, das eine ist Plus, das andere ist Minus und genauso werden wir das jetzt auch verbinden. Also hier erstmal Kabel rein, also die linke Seite hier, die stecken wir ins Plus, ne? Und die mittlere Seite, da stecke ich jetzt schon mal ein Kabel rein. Denn das sollte auch ein längeres Kabel sein, weil wir das nachher verbinden. Das ist wie gesagt die Seite, wo wir das auslesen. Und die rechte Seite, da brauchen wir auch noch ein kurzes Kabel. Das ist hier zum Minus hin. So, wunderbar. Und ja, jetzt können wir eigentlich schon hier diese ganzen anderen Kabel verbinden. Ich werde das hier jetzt erstmal natürlich hier reinhauen. Das heißt, das verbinden wir mit dem Minus. Dann haben wir hier so einen Strempel übrig. Und das Weiße hier können wir mit dem Plus verbinden. Dann haben wir hier auch noch so einen Strempel übrig. Ihr könnt es auch direkt verbinden, wenn ihr das wollt. Aber so ist dann doch ein bisschen aufgeräumter. So, oder auch nicht aufgeräumt, je nachdem, wie man sieht. Okay, und im Arduino habt ihr jetzt hier natürlich gleich mehrere Möglichkeiten. Ich drehe den mal so, dass für euch die Zeichen richtig rum sind. Das ist das Minus. Das sollte mit Ground verbunden werden. Das heißt, ihr seht hier das GND, das steht für Ground, also für die Erdung. Das einfach da rein, ganz vorsichtig. Dann hier das braune Kabel, das ist unser Auslesekabel. Ich mache jetzt erstmal das weiße Kabel. Hier läuft der Strom rein. Das heißt, wir setzen hier 5 Volt an. Deswegen setzen wir natürlich auch das weiße Kabel, das nachher das Pluskabel ist, in den 5 Volt Stromanschluss. Und jetzt haben wir hier noch das Auslesegerät. Und hier unten am Arduino seht ihr hier, hier steht Analog In. Das heißt die analogen Inputs, also da, wo quasi was reinkommt. Ich drehe das nochmal kurz so, dass es von der Kamera richtig aufgefangen wird. Man sieht es trotzdem nicht perfekt. Okay, also unten sind hier mehrere analoge Einschlüsse. A0 bis A5, also insgesamt 6 Stück. Und hier können wir in den A0, wir fangen einfach ganz oben an, ihr könnt aber anfangen im Endeffekt, wo ihr wollt. Da setzen wir das Ding jetzt an, sodass wir hier auch den Wert auslesen können. Das heißt, im Endeffekt haben wir nichts weiter getan, außer den Strom
verbunden, also so, dass der Temperatursensor im Endeffekt mit Strom verbunden wird. Und das mittlere Kabel oder den mittleren Pin haben wir ausgelesen mit dem A0-Eingang vom Arduino. So, und jetzt wechseln wir erstmal zum Code. Das heißt, wir können dann sagen, wir wollen jetzt dieses Ding auslesen. Ich ziehe mal kurz mein Mikro hier rüber. Wunderbar. Das ist immer so ein kleines bisschen schwierig, weil die Kamera hat natürlich nicht so ein gutes Mikro und deswegen muss ich mich so ein bisschen verrenken. Ich hoffe, man kann es trotzdem gut hören. Okay, wir fangen jetzt einfach an mit Coden. Und ich möchte wirklich euch bitten, da ein bisschen selber kreativ zu werden. Also macht irgendwas mit LEDs, gebt aus, wenn es zu warm oder zu kalt ist. Mir ist permanent zu warm, also würde bei mir wahrscheinlich so die Schwelle bei 18 Grad oder so liegen. Dann würde die rote Lampe angehen und bei, keine Ahnung, 25 Grad würden 5 rote Lampen angehen und bei 30 Grad funktioniere ich nicht mehr. Da brauchen wir gar keine Lampen mehr. Okay, also was wir als erstes mal brauchen ist, wir müssen angeben, wo eigentlich unser Pin ist, den wir auslesen wollen. Das heißt, wir geben hier an int-sensor-pin. Das ist der Pin, den wir auslesen wollen. Der ist auf A0. So, und den geben wir einfach ganz oben an, damit es alle wissen. Und ja, in Setup machen wir gleich. Was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen unsere Temperatur berechnen. Und das ist ein kleines bisschen komplizierter. Denn was wir aus dem Sensor auslesen, ist nicht direkt der Temperaturwert, sondern es ist zunächst einmal der Wert von dem Sensor, den wir in die Spannung umrechnen können. Wir lesen jetzt aber erstmal den Sensorwert aus. Das ist erstmal ein Integer, Sensorwert, nennen wir es einfach mal, weil wir haben Sensor-Pin, wir haben Sensorwert und da wollen wir natürlich auch eine Unterscheidung treffen und können jetzt hier sagen, Sensorwert ist gleich analog read. Das heißt, wir wollen aus einem Analoganschluss, habe ich ja gerade schon vorhin erklärt, das sind diese Eingänge, die wir hier benutzt haben, wollen wir lesen. Also Sensor Pin. So, wunderbar. Klammer zu natürlich nicht vergessen und das Semikolon am Ende auch. Okay, jetzt ist dieser Wert meistens so 160, 70 oder sowas. Das hat jetzt nicht wirklich irgendwas mit einer Temperatur zu tun. Wir können daraus aber die Spannung berechnen, die da anliegt. Und die Spannung, die definiere ich jetzt hier einfach mal als Float, als Floating Point. Das heißt eine Gleitkommazahl, also 0,1, 0,2 und so weiter und so fort. Eure Temperatur ist ja höchstwahrscheinlich auch nicht exakt 25 Grad, sondern meistens 25,1, 25,2 und so weiter und so fort. Okay, und ja, das bedeutet, wir müssen es jetzt irgendwie umrechnen. Und das ist zunächst einmal der Sensorwert geteilt durch 1024,0. Die Komma 0 brauchen wir, weil es eben eine Gleitkommazahl ist. So viel, das ist einfach ein Wert von diesem Temperatursensor, den wir hier verwenden. Wenn ihr einen anderen Temperatursensor habt, dann müsst ihr bitte bei euch selber mal gucken, was ihr da habt. Aber das sollte eigentlich meistens dieser Wert sein. Und jetzt müssen wir hier allerdings mal 5,0 rechnen. Warum müssen wir mal 5,0 rechnen? Weil wir 5 Volt angelegt haben. So einfach ist das eigentlich. Genau. Und jetzt können wir aus der Spannung die Temperatur auslesen. Und das geht über Float. Also ist natürlich auch Float. Ich habe ja gerade schon gesagt 25,0, 25,1 und so weiter und so fort. Das sind alles die Werte, die wir hier haben wollen. Temperatur ist gleich die Spannung minus 0,5 mal 100. Wunderbar. Und ja, also eigentlich brauchen wir jetzt auch den Codino bzw. den Arduino gar nicht mehr. Deswegen zeige ich euch jetzt nur noch meinen Code hier. Nochmal kurz zu den 1024 hier. Das ist sozusagen der Maximalwert bzw. 1023 ist der maximale Wert, der hier über Analog Read rauskommen kann. Das ist sozusagen das Allerhöchste, was dieser Sensor verkraftet. Danach ist halt einfach mehr geht nicht. Und dann ist ihm auch zu heiß. Also da gibt es natürlich auch immer einen Maximalwert. Mein Außenthermometer zeigt immer HH, Doppelpunkt HH an, wenn es ihm zu heiß wird. Ja, das kann auch mal passieren, wenn dann die Sonne drauf scheint, dann wird es da schon deutlich mal 50 Grad oder wärmer. Und dann streikt der Sensor einfach in dem Thermometer. Genauso ist es natürlich bei dem hier auch. Deswegen teilen wir hier durch 1024, weil eben 1023 der maximale Wert ist. Und wieso wir hier mit minus 0,5 mal 100 rechnen, ist eigentlich auch relativ simpel. Achso, achtet auch darauf, dass hier die Klammern drumrum liegen. Und hier ein Leerzeichen vielleicht noch rein. So ist nämlich überhaupt erstmal der Wert von dem Sensor definiert gewesen. Da müsst ihr, wie gesagt, immer schauen, was da bei dem jeweiligen Sensor, den ihr verwendet, angegeben ist. Also wie der quasi, was die Werte bei ihm bedeuten. Das muss irgendwo festgeschrieben stehen.
Und ja, genau, deswegen hier eben diese Formel. Okay, wunderbar. Und ja, jetzt können wir das Ganze eigentlich ausgeben. Jetzt müssen wir aber noch irgendwie eine Möglichkeit kennen, die uns dazu befähigt, dass wir Sachen ausgeben. Wir kennen mittlerweile natürlich hier so Sachen wie über LEDs Sachen ausgeben. Können wir gerne machen. Aber ja, in unserem Fall vielleicht nicht ganz das Optimale. Wir wollen sie hier vielleicht weiter verarbeiten. Und das können wir auch machen, indem wir zum Beispiel einfach hier sagen, Serial, also die serielle Ausgabe, .println, also eine Zeile ausgeben. Und hier rein schreiben wir dann einfach die Temperatur. So, jetzt müssen wir hier allerdings noch diese serielle Ausgabe initialisieren. Wir müssen ihr sagen, wie viel, wie das Ganze überhaupt aussehen soll. Also wie viele Bit und Byte sollen denn hier, oder wie viel Bit pro Sekunde, das müssen wir ihr sagen, sollen denn ausgegeben werden. Also wie viele Bit jede Sekunde da ausgegeben werden sollen. Das machen wir hier mit serial.begin. 9600 können wir nehmen. Das sind dann 9600 Bit die Sekunde. Wir können aber auch deutlich weniger machen. Ich glaube, theoretisch reichen auch 600 Bit die Sekunde. Je nachdem, wie viel ich hier angebe, ist es mehr oder weniger schnell, was ihr da alles macht. Genau. Und ja, dann können wir hier eigentlich schon das ganze Ding starten. Jetzt sollte ich natürlich erstmal meinen Arduino mit dem Strom verbinden. Das müsst ihr jetzt gerade gar nicht sehen. Ich stecke ihn wirklich nur in den USB-Port rein. Und go. Perfekt. Und ja, jetzt kann ich hier das Ganze überprüfen erstmal und kann das auf den Arduino stecken. Und jetzt muss ich natürlich irgendwo eine Ausgabe haben. Wo habe ich meine Ausgabe? Hier oben rechts gibt es einen seriellen Monitor und den können wir mal verwenden. Achso, ja, richtig. Ich sollte vielleicht trotzdem 9600 verwenden. Okay, wunderbar. Und hier können wir dann eben diese Ausgabe verfolgen, wenn es denn soweit ist. Und wir sehen, es ist sehr, sehr warm bei mir. Ich mache hier gerade mal Pause. Also 26,17 Grad, 26,66 Grad, 27,15 Grad bis hin zu 29,10 Grad. Also der Sensor ist natürlich jetzt nicht gerade perfekt. Dem ist auch manchmal wärmer und manchmal kälter. Und hier einmal sogar 33 Grad. Also es gibt schon Werte, die ein bisschen von der Norm wegweichen. Das passiert aber bei normalen Thermometern auch. Die machen dann einfach was ganz Cleveres. Die nehmen aus einer Minute alle Werte, nehmen da den Mittelwert und das ist dann der Wert, der da reingeschrieben wird. Das heißt, die machen das einfach nicht so häufig. Aber warum ist es jetzt hier so warm? Ganz einfach, weil ich dieses Video im Sommer aufnehme. Diese Wohnung einfach furchtbar warm ist und nebenher sogar noch meine Masterarbeit auf der Grafikkarte läuft. Das heißt, hier drin ist es leider wirklich so warm. Ja, ne? Ganz schön krass. Und da steigt auch noch ungefähr die Hitze von dem PC auf. Also für die ganzen Umstände hier geht es eigentlich noch recht gut klar. Also wir sehen hier, es ist nicht kälter geworden. Aber ja, so könnt ihr die Temperatur messen. Wenn ich jetzt mit meinen Fingern da dran gehen würde, dann würde es wahrscheinlich, ich könnte das einfach mal machen hier. Oh Gott. Okay, probieren wir es mal. Oh ja, jetzt sehen wir, ist es schon ein bisschen wärmer geworden. Aber das ist nicht wirklich wesentlich. Also ich bin ungefähr genauso warm wie meine Umgebung. Okay, cool. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Erweitern. Und wenn ihr natürlich noch mehr Wünsche oder Ideen oder sonst irgendwas habt, dann natürlich wie immer gerne her damit. Schaut auch auf dem Discord-Channel vorbei, Twitter und so weiter und so fort. Kennt ihr alles höchstwahrscheinlich. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.